So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MD Performance. Heute wollen wir euch unser neues Pferd im Stall vorstellen und das ist genau das. So ball so hard, motherfucker wanna find me. But first nigga gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ich habe einen Touareg gekauft, ganz einfacher Grund, ihr kennt ja bestimmt alle meinen A4, der war Schrott. Na, also der war durch jetzt, das war ja eigentlich nur mein Übergangsauto oder sollte eigentlich nur eine Winterschlampe sein. Ist da ein bisschen eskaliert und vor 4 Wochen, also heute wo wir das Video aufnehmen, vor ziemlich genau 4 Wochen war mein Halle an der Saale und ja, da war das Auto einfach zu schwer beladen für die Straßen vor Ort und seitdem ist er beschissen gefahren und hat ein paar komische Geräusche gemacht. Dann habe ich gesagt, weg die Karre. Wer ihn kaufen will, es hat einen Händler gekauft mit der Aussage, der geht ins Ausland. Er ist jetzt im Internet, steht irgendwo bei Köln oben. Wer ihn suchen will, findet ihn bestimmt, auch mobile steht er. Kauft das Auto einfach nicht, weil der ist kein Schrott. So, ja. Ich habe jetzt aufgrund der Tatsache, dass wir doch relativ viel unterwegs sind, relativ viel auch Hänger fahren und relativ weite Strecken Hänger fahren, aufgrund der Fahrzeuge, die für den deutschen Straßenverkehr nicht 100% zugelassen sind und wir jetzt immer mit dem Bus unterwegs waren und einfach bei Strecken, die wo jenseits der 500, 600, 700 Kilometer sind, ja, Bus fahren, ja, der Komfort leidet, sage ich mal so. Ne? Und deswegen habe ich jetzt einen Touareg gekauft. Ich wollte einen 3 Liter Diesel 7P Touareg Vorfacelift, habe ich gefunden, mit R-Line Paket, noch geiler und was mir wichtig war, keine Luftfederung und keine Anhängerkupplung, habe ich auch gefunden, ganz einfach keine Anhängerkupplung aus dem Grund, da weiß ich, das Auto musste sich noch nie wirklich anstrengen und da rüste ich einfach eine Anhängerkupplung nach, beziehungsweise es wird eine Anhängerkupplung nachgerüstet, weil da einfach keinen Bock drauf. So, zum Fahrzeug, 3 Liter Diesel, Baujahr 2013, 245 PS Serie, Software habe ich schon drauf gemacht, jetzt sind wir bei 300 PS, 650 Newtonmeter ungefähr, das passt, da kann man denke ich Hänger ziehen. Kilometertechnisch hat er drauf gehabt, 100, ja ziemlich genau 120.000, ist bei einem Fahrzeug, das wo 8 Jahre alt ist, eigentlich, oder bei so einem Fahrzeug, was 8 Jahre alt ist, eigentlich gar nichts. Ist aus, also es hat 2 Vorbesitzer gehabt, ich bin jetzt der dritte. Schönen Gruß an den netten italienischen Kollegen aus Erding, der mir das Fahrzeug verkauft hat. Bei dir war es echt mega cool. Ja, wir können uns das Auto anschauen. Wie gesagt, R-Line-Paket. Ich habe jetzt da ein paar schicke Winterreifen auf Felgen noch dazu gekauft, weil da waren 17 Zöller dabei. Das war nix. Und ja, das ist das Fahrzeug. Ausstattungstechnisch, es fehlen ein paar Sachen, die wo jetzt aber nicht weiter dramatisch für mich sind. Er hat zum Beispiel kein Xenon, ist mir aber vollkommen egal. Innenraumtechnisch, er hat die normale Stoffausstattung, jetzt nicht wundern, der ist schon ein bisschen dreckig, ich bin schon wieder, seit ich das Auto habe, fast 3000 Kilometer gefahren. Er hat die normale Stoffausstattung, er hat das große Navi drin, mit DAB, allen möglichen Scheiße, er hat Sitzheizung, er hat Lenkradheizung, er hat Tempomat, er hat eigentlich alles, was man braucht. Platz, muss ich sagen, hat man echt ohne Ende da drin. Richtig, richtig geil. Und was ich auch mega cool finde, ist das Heck. Deswegen wollte ich unbedingt ein R-Line vor Facelift, weil da einfach das Heck mit dieser Auspuffanlage, die wo serienmäßig ist, einfach mega mächtig ausguckt. Und ja, es gibt ein paar Sachen an dem Auto, die wo mich stören. Das ist, also was mich stört. Also einmal die Dachreling, dass die in so Silberchrom ist. Die machen wir noch schwarz. Die Leiste hier ist ja auch Chrom, die mache ich auch schwarz, da bin ich aber noch am überlegen, ob schwarz matt oder schwarz glanzt, da muss ich mir mal noch Gedanken machen. Und vorne, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, VW-Zeichen, ja, das bleibt in Chrom, aber ich weiß nicht, ob ich die Leisten hier nicht auch noch schwarz mache, da bin ich mir aber nahezu genau sicher. Ansonsten mache ich an dem Fahrzeug nicht sonderlich viel. Ich denke, nächstes Jahr gibt es 40er Federn.
Habe ich schon mal Bilder gesehen, das schaut echt cool aus, wenn, das, wenn die Karre ein bisschen tiefer ist. Es gibt nicht viel, aber 40er Federn gibt es. Die, denke ich, machen wir da rein. Winterreifen habe ich gekauft. Die Kollegen hier, Ronal-Felgen, ich schicke sie mal vors Auto. Bleibst du stehen? Nein, du bleibst nicht stehen. Aber wenn man jetzt das mal vergleicht, die vordere Felge, oder die Winterreifen mit die Sommerfelgen schaut eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ist für den Winter okay. So, und wie gesagt, das ist unsere neue, ja, Hängerziehschlampe, dürfen wir das so sagen? Keine Ahnung. Und mein Daily. Und ja, da geht es jetzt demnächst weiter. Hier in der Halle geht es weiter. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Danke fürs Zuschauen.